Hallo meine Lieben und willkommen zu einem kleinen kurzen Video für euch. Und zwar geht es heute um die Transferfolie. Ich zeige euch einfach, wie ich das anbringe. Und zwar heute mit dem Folienkleber. Ich benutze den Folienkleber von Craft Design. Wie ihr seht, habe ich mir hier schon so einen Tipp fertig gemacht, habe die Schutzschicht entfernt, werde jetzt den Kleber drauf machen. So. Ihr seht, dass der halt weiß ist auf dem Nagel. Das ist aber nicht verkehrt, weil dann könnt ihr so besser sehen, wenn der trocknet. So. Wenn ich den natürlich jetzt auf dem richtigen Nagel lasse, lasse ich einen richtigen Rand, damit halt später das Versiegelungsgel besser haftet. So, jetzt müssen wir eben kurz warten, bis das trocknet. Aber ich versuche das mal eben ein bisschen zu beschleunigen. Moment, weil dann müsst ihr jetzt nicht so lange warten, bis es trocknet. Weil leider kann ich ja meine Digicam nicht auf Stopp machen. Jetzt könnt ihr schon sehen, wie der weiße Folienkleber so langsam durchsichtig wird. Ich habe auch mir schon eine Transferfolie ausgesucht und zwar so Blümchen geschnörkelt, damit ihr auch direkt den Kontrast da sehen könnt. So, jetzt muss ich eben kurz gucken. Nein. Die Seite ist das, die gleich nach oben kommt. So, jetzt ist da nicht mehr viel. Wie gesagt, an meinem Modell oder mir, dann puste ich natürlich nicht. Mache ich jetzt nur, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ja. Müsst auch schön gucken, dass ihr das schön gleichmäßig drauf habt. Weil wie man hier jetzt bei mir sehen kann, habe ich das da ein bisschen dicker gemacht. Und dementsprechend dauert das jetzt ein bisschen länger. Drücke ich sie mir ganz einfach an. Da, wo ich sie hin haben will, da will ich sie jetzt natürlich auf den ganzen Nagel. Und das drücke ich wirklich gut fest. Und ich nehme nochmal eine Zillette. Und drück sie mir dann auch noch mal ein bisschen fest. So. Und dann zieht ihr die einfach in einem Ruck ab. Und der Chip ist ab. Ich glaube, das war ein bisschen zu fest gedrückt. Aber wir ziehen die ab. Und ich hoffe, ihr könnt es natürlich jetzt sehen. Das war natürlich jetzt nicht geplant, aber okay, ihr seht, dass es funktioniert. Die Transferfolie ist drauf. Ja, das war es auch eigentlich schon. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt selber darüber lachen. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, weißt du was, du lässt das Video trotzdem weiterlaufen. Das wird auch nicht geschnitten, also damit ihr einfach seht, es passieren einfach auch mal Fehler. Na gut, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentarbox schreiben. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich zu antworten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!